Colonel, ein Bericht über den Untergang von 3 Fischtrawlern kam gerade rein. Sie wurden in die Tiefe gezogen, Sir. Das Ding ist nur 200 Meilen vor der amerikanischen Ostküste und wir wissen noch nicht mal, was es ist. Und wo hat es sich die letzten 60 Millionen Jahre versteckt gehalten? Dieses Tier ist viel zu groß, um ein vergessener Dinosaurier zu sein. Sagen Sie nicht, was es nicht ist, sagen Sie mir, was es ist. Wir haben es mit einer völlig neuartigen Kreatur zu tun. Der Geburt einer neuen Spezies. Der ersten seiner Art. Wühltier? Und? Er ist schwanger. Die Kreaturen, obwohl gerade erst geschlüpft, sind über 9 Fuß groß und haben begonnen zu fressen. Wenn ihre Nahrungsvorräte hier zu Ende gehen, werden sie versuchen, selbst auf Nahrungsjagd zu gehen, außerhalb ihres Nestes. Oh mein Gott! Wenn sie rauskommen, werden sie sich vermehren und schon sehr bald wird eine neue Spezies entstehen. Eine, die uns auf diesem Planeten als dominante Spezies ablösen könnte. Jedes dieser unglaublichen Reptile wird schwanger geboren. Sie sind anpassungsfähig und klug. Und aus diesen 200 könnten innerhalb dieses Jahres 40.000 werden. Haben Sie eine Ahnung, was da draußen vor sich geht? Colonel, wir müssen anfangen, nach dem Nest zu suchen.